Vers 71. Shradhavan anasuyascha shrinuyat apiyonara sopi mukta shubhalokan prapnuyat punya karmanam. Shradhavan, gläubig, anasuya, nicht neidisch, cha und shrinuyat, hört, api, gewiss, ja, der, nara, ein Mensch, sa, er, api, auch, mukta, befreit, Subhan, die Glückverheißenden, Lokan, Planeten, Prabnuyat, er erreicht, Punya Karmanam, der Frommen. Und jemand, der mit Glauben und ohne Neid zuhört, wird von allen sündhaften Reaktionen frei und erreicht die glückverheißenden Planeten, auf denen die Frommen leben. Erläuterung. Im 67. Vers dieses Kapitels hat es der Herr ausdrücklich verboten, die Gita Menschen zu verkünden, die ihn beneiden. Mit anderen Worten, die Bhagavad Gita ist nur für die Gottgeweihten bestimmt. Aber manchmal kommt es vor, dass ein Geweihter des Herrn eine öffentliche Vorlesung hält. Und bei einer solchen Vorlesung kann man nicht erwarten, dass alle Zuhörer Gottgeweihte sind. Warum halten wir dann öffentliche Vorlesungen? Wie in diesem Vers erklärt wird, ist zwar nicht jeder ein Gottgeweihter, aber trotzdem gibt es viele Menschen, die Krishna nicht beneiden. Sie glauben an ihn als die höchste Persönlichkeit Gottes. Wenn solche Menschen von einem echten Gottgeweihten über den Herrn hören, ist das Ergebnis, dass sie sogleich von allen sündhaften Reaktionen frei werden. Und in der Folge werden sie auf das Planetensystem erhoben, wo alle Frommen leben. Deshalb kann sogar jemand, der nicht versucht, ein reiner Gottgeweihter zu werden, einfach dadurch, dass er aus der Bhagavad Gita hört, das Ergebnis frommer Tätigkeiten bekommen. Ein reiner Gottgeweihter gibt also jedem die Möglichkeit, sich von allen sündhaften Reaktionen zu befreien und ein Gottgeweihter zu werden. Denjenigen, die von sündhaften Reaktionen frei sind, das heißt rechtschaffenen Menschen, fällt es im Allgemeinen leicht, sich dem Krishna-Bewusstsein zuzuwenden. Hier ist das Wort Punya Karmanam sehr bedeutsam. Es bezieht sich auf die Darbringung großer Opfer, die in den vedischen Schriften erwähnt werden, wie den Ashwamedha-Yagya. Diejenigen, die in der Ausübung hingebungsvollen Dienstes recht schaffen, aber nicht rein sind, können das Planetensystem des Polarsterns Dhruvaloka erreichen, das von Dhruva Maharaj beherrscht wird. Dhruva Maharaj ist ein großer Geweihter des Herrn und er residiert auf diesem besonderen Planeten, der Polarstern genannt wird.